Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, was ist das für eine Nachricht gewesen jetzt heute Abend? Dejan Lubicic steht wohl kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Okay, erstmal schlucken und vor allem erstmal verarbeiten diese Nachricht, denn das war absolut überraschend, zumindest für mich. Also ich hatte eigentlich jetzt nicht wirklich im Sommer gedacht, dass Dejan Lubicic uns verlässt, nachdem uns, wie gesagt, Jonas Hector Skiri verlassen hat. Jetzt auch noch Lubicic, ein weiterer, meiner Meinung nach, ganz klarer Leistungsträger, der uns hier verlassen könnte oder sogar verlassen wird. Denn Lubicic hat auch um Freigabe gebeten beim FC. Also er scheint auch zum VfL Wolfsburg zu wollen. Also es ist nicht nur ein Gerücht, dass Wolfsburg den Lubicic möchte, sondern dass Lubicic wirklich auch zum VfL Wolfsburg möchte. Und das ist eben nochmal so eine harte Nachricht. Denn eigentlich, wie gesagt, habe ich eigentlich gedacht, dass Lubicic sich sehr wohlfühlt in Köln. Aber gut, anscheinend will er jetzt wohl doch einen neuen Weg gehen und ich habe jetzt hier einfach nochmal ein paar Daten über Lubicic rausgesucht und die möchte ich euch natürlich hier gerne verraten. Wie gesagt, Lubicic ist 25 Jahre alt, hat einen Vertrag noch beim FC bis 2025 und ja, wie gesagt, kam im Sommer 2021 zum 1. FC Köln, ablösefrei von Rapid Wien. Für den FC hat er 65 Spiele bis jetzt bestritten, 11 Tore davon und wie gesagt 3 Torvorlagen. Es waren ja auch unter anderem auch Tore dabei gegen Gladbach. Da werden sich viele Kölner auch zurückerinnern. Ich tue es auf jeden Fall. Ja, und jetzt liegen wohl Daten vor, dass er, wie gesagt, den Verein verlassen möchte. Und Wolfsburg hat auch schon ein Angebot wohl abgegeben. 8 bis 10 Millionen liegen wohl im Raum. Und da muss ich direkt mal sagen, 8 bis 10 Millionen? Ernsthaft? Für einen Dejan Lubicic, für einen 25-jährigen Spieler, der noch beim Verein bis 2025 unter Vertrag steht und einen Marktwert von 10 Millionen hat, will Wolfsburg wirklich 8 bis 10 Millionen haben oder kaufen? Zu wenig. Meiner Meinung nach ganz, ganz zu wenig. Also viel zu wenig. Wie gesagt, 10 Millionen Marktwert plus noch bis 2025, also rein theoretisch weitere 3 Jahre noch. Meiner Meinung nach könnte man da auch, und das wäre nicht frech, meiner Meinung nach, könnte man da auch, 13 bis 15 Millionen verlangen. Lieber 1. FC Köln, lieber Keller. Das würde ich definitiv so sehen. Und wie gesagt, wenn wir den wirklich für 8 bis 10 Millionen verkaufen sollten, dann wäre das ein Geschenk, muss man wirklich sagen. Ja, sportlich gesehen kann ich das auch nicht ganz nachvollziehen von Dejan Lubicic, denn die letzten Spieler vom 1. FC Köln, die, wie gesagt, zum VfL Wolfsburg gewechselt sind, Yannick Gerhardt und Sebastian Bornau, konnten sich dann nicht mehr durchsetzen und ja, eigentlich ihre Leistungen waren eher so, eher nach unten. Deswegen, also beim FC waren sie wirklich sehr, sehr gut und dann, seitdem sie dann bei Wolfsburg waren, ging es bergab. Deswegen, also auch sportlich gesehen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, bin ich ehrlich. Allgemein würde ich jetzt auch sportlich Wolfsburg eher so sehen wie der FC. Klar, sie haben natürlich mehr Geld wegen dem Sponsor Volkswagen. Aber von der Leistung her oder vom Spielerischen her würde ich da fast sagen, dass es eigentlich gleich auf ist mit Köln. Und deswegen könnte ich das eigentlich auch wiederum nicht verstehen, warum er dann den Wechsel anstrebt. Ja, wie gesagt, es wäre natürlich ein herber Verlust für den 1. FC Köln, denn wie gesagt, dann hätten wir, wenn Lubicic wirklich uns verlassen sollte, hätten wir, wie gesagt, auf der 6er Position noch Erik Martel, Dennis Hussein Basic, Matthias Olesen wäre auch noch eine Alternative und eben den neuen Jakob Christensen. Aber, was man auch sagen muss, ist, eigentlich ein gestandener 6er oder zumindest einer, der schon beim FC definitiv angekommen ist, ist eigentlich nur ein Erik Martel, denn wie gesagt, Dennis Hussein Basic hat dafür zu wenig Spiele gehabt, genauso wie ein Olesen und eben auch ein, Jakob Christensen sowieso, weil er ist ja eh neu, also bei ihm muss man sowieso mal gucken, wie er sich entwickelt in Köln. Also von daher, meiner Meinung nach, müssten wir dann auch nochmal nach einem 6er umgucken, wenn Lubicic uns wirklich verlassen sollte, was danach zurzeit wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark aussieht, was natürlich sehr, sehr weh tut, ganz klar. Ja, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu dem Wechsel in die Kommentare, schreibt gerne auch eure Meinung, was sagt ihr, brauchen wir nochmal einen neuen Sechser oder ja, wie seht ihr die ganze Thematik, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bin damit raus und wenn es natürlich was Neues gibt, melde ich mich sofort. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.